5 Uhr. Zeit für den Tee. 5 Uhr. Zeit für den Tee. 1, 2, 3. Und die gesamte Tafel ist gedeckt. 12 Untertassen, Stühle, Zuckermilch, ja, und Tischtuch. Komm mal das. Stühle, Zuckermilch und Tischtuch. Ja. Also, hier zugegen anwesend sind der Hase Merz, Siebenschläfer und ich, der Hutmacher, nicht verrückter als die anderen beiden. Was war das? Naja, 5 Uhr. Zeit für den Tee. So, ja, und die gesamte Tafel ist gedeckt. So, 12 Untertassen, Tassenstühle, Zuckermilch, ja. Und hier zugegen anwesend sind der Hase Merz, der Siebenschläfer und ich, der Hutmacher. Nicht verrückter als die anderen. Was war das? 5 Uhr, Zeit für den Tee. So, ja, Auftritt Kind, das. Ja, Hase Merz, den man auch Merzhasen nennt. Allein keiner weiß, was das bedeutet. Hase Merz schreit, zappelt, brüllt sich die Seele aus dem Leib. Kein Platz. Kein Platz. Kein Platz. Aber da sind doch noch 9 Plätze frei. Möchtest du einen Schluck Wein? Ich sehe keinen Wein. Ist auch keiner da. Möchtest du einen Schluck Wein? Ich sehe keinen Wein. Ist auch keiner da. Ja, also, wie ungewöhnlich unhöflich, mir denn welchen anzubieten, ja? Wie ungewöhnlich unhöflich, sich einfach zu uns zu setzen, obwohl hier ja gar kein Platz ist. Was ist der Unterschied zwischen einem Schreibtisch und einem Raben? Was sagte ich doch gerade? Man kommt zu nichts. Obwohl Zeit, die, still steht, ja, fliegt sie nur so dahin. Und man kommt zu nichts. Nicht mal zum Abwasch. Komm mal dem.
Möchtest du noch Tee? Ja, ja. Wirklich sehr liebenswürdig. Welcher Geist mich auch jagt, welche Erinnerung mich quält, was erzählt die Liebe vom Glück? Welcher Tag wird uns bleiben, welche Zeit mich vergeht? Wir stehen am Ende allein. Was soll aus uns werden? Wie werden wir leben? Wie Fremde, so werden wir sein.